Willkommen zurück bei World of Warcraft. Ja, weiter geht's. Hier kam jetzt keine Zeremonie zustande, deswegen reiten wir jetzt einfach weiter und machen die anderen Aufgaben. Schade. Schade, schade. Passiert leider nichts. So, hatten wir nicht. Könnten wir nicht irgendwie schnell rennen, wenn ich hier was aktiviert habe? Gibt's nicht mehr, oder was? Ach, guck mal, das Berufsfenster haben sie überarbeitet. Brandwunden behandeln, aha. Hier verschwinden immer die Gegner. Als ob ich in einer anderen Instanz bin oder so. Oder beim Phasing irgendwas nicht hinhaut. Merkwürdig. Wir gehen noch mal kurz hier hinten rum. Tja. Hier hinten Düsterbruch Nord. Düsterbruch West. Und Düsterbruch Ost hier drüben. Alle drei haben mir immer sehr gut gefallen dann. Die waren auch teilweise echt lang. Also so ist nicht, ne, dass man dann irgendwie früher eine halbe Stunde durch war. Könnte man teilweise auch einige Zeit drin verbringen. Hat sich meistens gar nicht so sehr gelohnt, außer für ein paar Leute, die da eine Questreihe machen wollten oder halt was Bestimmtes brauchten, aber so im Großen und Ganzen, zumindest für mich als Hexer, war es immer nicht so berauschend. Schade, schade, schade. Na gut, vielleicht, wie gesagt, haut das gerade irgendwie instanzmäßig oder vom Phasing nicht hin, warum auch immer, keine Ahnung. Wir gehen erstmal Yetis prügeln. Hier taucht ja gerade niemand auf, das ist das Komische, ne? Ich habe jetzt auch... Warte mal, wir können ja mal schauen, wo ist denn das? Ja. Zwischen 20 und 35 Millisekunden. Wir sind wieder Gegner. Okay, hier draußen haut wieder alles hin. Wer weiß, wir können ja nachher nochmal hier vorbeischauen. Wäre schade, wenn wir das jetzt nicht machen könnten. Oder ich breche die ab und nehme die nochmal an. Das ist vielleicht der Clou, den wir brauchen. Da können wir ja direkt nochmal hier drüben im Lager anhalten. Und dann von dort aus nach Süden gehen. Das ist jetzt ja nicht mal ein Umweg. Kommen wir mehr oder weniger direkt dran vorbei. So viele Netherfeen-Drachen. Vielleicht ist hier oben der Briefkasten? Nö. Hier auch nicht? Gibt echt keinen Briefkasten? Oder bin ich bloß blind, aber ich sehe ihn nicht. Gut, wir nehmen die Aufgabe nochmal an. Ach guck mal, da kommt das hier direkt. Ah, die Macht der Steinbrecher. Ich hatte es jetzt schon zweimal vorgelesen. Ach, dann können wir auch auf Akzeptieren klicken. Oh, das wäre super. Das war ein super Tipp. Geile Sache. Hätte ich vorher schon machen sollen. Verdammt nochmal. Gut, erstmal runter Yetis hauen und dann... Da hatten wir den kleinen Yeti her. Haben wir den eigentlich dabei? Hatte ich den mit? Ah ne, das Kanickel. Wo ist denn der? Der verkümmerte Yeti. Dann nehmen wir den mal mit rein. Sind auch ein bisschen anders jetzt, ne? Die sind nicht mehr komplett ausgefüllt, die Questbereiche, wo man die Aufgabe erfüllen kann, sondern nur noch umrandet. Finde ich auch okay. Haut hin. Also, gute Sache. Aber echt ein Schuss. Oh. Okay, zwei, wenn der erste Mal nicht kritisch trifft. Hui. Thank you.
Sehr gut. Zwei hatten jetzt auch schon beim Kirschen einen dabei. Ja, hier noch einer. Brauchen wir vielleicht gar nicht so viele töten. Wildschramm Yeti Bike. Ich glaube, ich hatte heute die Option, dass ich einen Charakter auf Level 100 aufwerten konnte. Ja, ich weiß nicht. Also mit dem hier auf gar keinen Fall. Ich habe das Addon noch nicht mal gekauft. Weil wir eh noch weit entfernt davon sind, fällt mir gerade ein. Oder hatte ich das? War das in dem Paket dabei? Nee, ich glaube nicht. Das war dieses 15-Euro-Paket. Ach, geil, guck mal. Ach, hier. Oh Gott, respektiere nur eins. Achso, das war jetzt, waren jetzt die Yeti-Bälge. Alles klar. Okay, ist abgeschlossen. Ach so, ich musste nochmal draufklicken. Okay, ihr habt einen Yeti-Bike gefunden, der beinahe perfekt scheint. Euch fällt schnell auf, dass dieser außergewöhnlich dick und widerstandsfähig ist. Sogar robuster als die Yeti-Bälge aus der Wutschrammfeste. In Anbetracht der Tatsache, dass Jankdorf Linkschreiter in der Festung der Steinbrecher mit Yeti-Bälgen handelt, dürfte ihn dieser Fund besonders interessieren. Jetzt, okay, ging gerade nicht. Sehr gut. Ja, wunderbar. Wir haben die ganzen Yeti-Bälge und beste Qualität haben wir auch. Oh, guck mal, Kette. Das erste Mal Kette. Ja, geil. Läuft. Ah ja, das ist der Elite-Aufpass-Mob der Allianz dort hinten, dieser große Baum. Muss aber sagen, gerade jetzt in Feralas fällt mir das wieder sehr auf, dass ich tatsächlich so ein bisschen die alten Gefühle wieder habe, um das Spiel zu spielen. Auch wenn vom Spielstil her einiges anders geworden ist, trotzdem so das Gefühl ist wieder ein bisschen da, muss ich sagen. Es gefällt mir, gerade wenn man sich so ein bisschen mal mehr drauf einlässt, ne, mit den Quests und so weiter. Beste Qualität. Sind die Wildschramm-Yetis noch da? Habt ihr die Bälge? Ja. Exzellent, exzellent. Ich denke, diese Bälge werden ihren Zweck hervorragend erfüllen. Und mit der richtigen Behandlung werden sie noch um einiges widerstandsfähiger sein. Danke nochmal für eure Unterstützung, Alpern. Hier nehmt eine meiner neuesten Kreationen. Juhu. Seid vorsichtig. Können wir direkt mal anlegen, wa? Verlieren wir zwar ein bisschen Crit dafür und deutlich mehr Ausdauer. Bräuchten wir gar nicht. Die Gegner können wir nicht mal an uns ran. Perfekter Yeti-Bike. Was ist los, Alpern? Habt ihr etwas Interessantes für mich? Ja. Dieser Fund ist einfach unglaublich. Ich glaube, dies hier ist der beste Bike, den ich je gesehen habe. Cool, das ist ganz geil gemacht. Ey, super. Tatsächlich wäre hier eine großzügige Belohnung angebracht. Normalerweise zahle ich niemanden so viel für einen einzigen Bike, doch ich bin mir sicher, dass sich aus diesem hier etwas ganz Besonderes herstellen lässt. Danke, Alpern. Das ist für euren Fund an den... Was? Fund? Oh Gott, sorry, dass ihr bei eurem Fund an mich gedacht habt. So, gar nicht so schwer. Geht in Frieden. Geht in Frieden. Jo, das haben wir. Jetzt aber nochmal zur Zeremonie. Reiten wir jetzt mal ganz schnell und fliegt durch, soweit, bis uns keiner angreift. Vielleicht klappt es ja heute, ging ja dann leider nicht in der letzten Folge und am Anfang jetzt auch nicht. Ich hoffe, das klappt. Ich würde die Quest gern mitnehmen. Doch, komm schon. Da willst du einmal abkürzen und dann hängt der fest. Halt.
Genau, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, mit dem neuen Addon kommt dann halt wieder so eine Aufwertung oder die Möglichkeit, einen Charakter auf Level 100 aufzuwerten. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit, hatte ich ja Warlords of Draenor auch gezockt. Das ist irgendwie ein Jahr her oder so, oder als es halt rauskam. Für einen Monat oder zwei, und dann hatte ich da für mich zumindest alles gesehen. Da bin ich ziemlich durchgewaschen, muss ich sagen. War nicht ganz so geil, aber was soll's. Und ich hatte überlegt, vielleicht einen Charakter zu machen und dann nebenbei Legion zu zocken und mit dem das halt genauso zu machen wie mit dem hier. Oder halt ihn hier einfach so lange weiterspielen, bis wir bei Level 100 sind und dann ganz normal dort reinkommen. Wäre vielleicht sogar die klügere Alternative, denn ganz am Anfang sind die Gebiete mit Sicherheit erstmal wieder deutlich überlaufen von den ganzen Leuten, die da rumrennen und Aufgaben erfüllen. Dass es vielleicht nicht so einfach wäre oder nicht so schön anzuschauen, wenn da so viel los ist, könnte ich mir gut vorstellen. Ist ja bei jedem Addon erstmal so, du kommst in die Anfangsgebiete und alles ist einfach nur voll mit Menschenmassen oder mit Charakteren der anderen Leuten. Leute. Hier verschwinden jetzt schon wieder die Gegner. Das gibt's doch gar nicht. Keine Zeremonie. Die Menge der Anwesenden, da ist aber niemand. Wir gehen mal hier unten ganz normal durch. Vielleicht war auch das der Fehler, dass ich nicht hier unten durchgegangen bin und irgendwo auf dem Weg dorthin lädt dann das Event. Das könnte gut sein, dass es hier irgendwo einen Träger gibt, wodurch das Event dann startet. Schauen wir mal. Ach, seht ihr, ich wollte mal dieses komische Tier rufen, das Alpha-Tier. Das mächtige Alpha-Tier. Wieder nicht. Oder muss ich mich hier eine Weile aufhalten in dem Kreis? Ich bin da. Legt los. Ach, schade. Schade. Wir reisen jetzt mal zurück. Verdammt, echt schade. Wir behalten die Aufgabe mal, vielleicht machen wir die später nochmal. Ich blende die erstmal hier aus und dann fliegen wir mal. Wo müssen wir hin? In das Camp Mochare. Ich hoffe, können wir da hinfliegen? Da müssen wir bestimmt als erstes mal hinreiten. Wir gucken mal nach. Vielleicht geht's. Steig mal lieber ab, hier sind wir schon mal runtergefallen. Wegen unserem unglaublich schnellen Reittier. Ach, verdammt. Ach, der ist doch gar nicht hier. Der ist doch hier hinten. Da drüben. Können wir mal Rückzug nutzen? Die neuen Lebensbalken hier gefallen mir eigentlich. Das sieht ganz gut aus. Da ist er. Der Windreitmeister. Blut und Donner. Nee, der kann uns nicht hinbringen. Da müssen wir selber als erstes hinfinden. Okay, dachte ich mir. Machen wir jetzt auch. Weiter geht's. So, am besten dem Pfade folgen. Ja, ne? Die obere Wildnis. Und weiter.
Die haben einiges verändert in den Optionen. Ich kann auch nicht ganz rauszoomen. Halt, ich bin ein bisschen abgekommen vom Weg, sehe ich gerade. Hä? Ach. Huch. Interface. Kampf. Bildschirm bei niedriger Gesundheit nicht aufleuchten lassen. Aha, aha, aha. Anzeige. Charakterhervorhebung, Kreis. Dürfte unsere Leiste hier unten verschwunden sein und ich kann jetzt auch wieder weit rauszoomen. Oh, hier. Durchs Dickicht komme ich hier durch. Ja, gerade so. Bogen ist hängen geblieben. Und hops. Ah, nicht ganz. Ah, schönes grünes Feralas. Herrlich. Nach wie vor ganz, ganz fein. Was haben wir denn hier unten? Blassblatt und Golddorn. Der Muisek-Nachschub ist es hier. Ich erinnere mich. Ich glaube, wir schaffen es doch nicht bis Stufe 45 hier in Feralas. Wir wollten ja, oder ich wollte ja dann direkt nach Tanaris. Das wird wahrscheinlich nicht so. Camp entdeckt. Nanu? Habe ich was verpasst, oder wie? Ganz ruhig. Den Geistern oder dem Muisek, der Kreaturen, gegen die wir kämpfen, wohnt unglaubliche Macht inne. Muisek-Nachschub. Ihr kommt mir bekannt vor. Ah, Gefäß. Gute Arbeit, in der Tat. Von meiner eigenen Tochter hätte ich allerdings auch nicht weniger erwartet. Sie wird noch eine gute Hexe werden. Die umherwandernden Waldgänger, die überall im Wald zu finden sind, sind unser nächstes Ziel. Alper-Nachtelfen haben Treants als Verbündete rekrutiert, um gegen die Horde zu kämpfen. Sie mögen zwar langsam sein, aber als Beschützer sind sie nicht zu unterschätzen. Bald werden wir diese Macht für unsere eigenen Zwecke nutzen können. Findet 3 umherwandernde Waldgänger, schaltet sie aus und benutzt das Muisek-Gefäß, um sie zu schrumpfen und einzufangen. Alles klar. Alles klar. Ist jetzt hier mal ein Briefkasten oder was? Ich veräppeln. Haben sie die rausgenommen jetzt erstmal oder was? Ah, hier ist einer. Wollte schon sagen. Okay, ein bisschen Kohle gab's. Was haben wir hier? Einmal 29 oder 28,5 Gold. Nochmal. Oh, wir sind gar nicht. Doch hier. 96, 16, 16, 24 Silber, 22, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 28. Sind wir doch einiges losgeworden? 5, 9, 8, 17, 47, 11, 31, 7, 28, 4. Cool, über 1000 Gold, 1077. Geht doch.
So, den Rest nehmen wir mal mit. Jangdorf Linkschreiter. Hallo nochmal, ich wollte euch nur kurz schreiben, dass ihr hier im Camp Mojare soweit alles in Ordnung ist. Dank eurer Unterstützung konnte ich in letzter Zeit eine ganze Menge neuer Lederwaren herstellen. Und da ich noch etwas Leder über hatte, dachte ich mir, dass ich euch noch einen kleinen Bonus für eure Hilfe schicke. So, falls ihr mal wieder in der Nähe des Camps seid, besucht mich doch einfach. Cool. Nice. So, holen wir uns noch die Aufgaben hier. How? Verdammt, das war schon die Quest. Jede Nacht schleichen sich diese... Warte mal, kann ich zurückgehen? Ich werde von Vision heimgesucht, Alpan. Vision eines großen Machtsymbols, das in die Hände eines dunklen Wesens fällt. Ich sehe ein Amulett, von den uralten Elfen gehalten, das in Vergessenheit geraten ist und alles in seiner Umgebung in Ruinen verwandelt. Bis die Dämonen es durch Betrug und Bosheit erhalten. Jede Nacht schleichen sich diese Bilder wieder und wieder in meine Träume. Die Geister schicken uns eine Warnung, ich bin zu alt und die Kriegerhelden des Landes sind damit beschäftigt, uns zu beschützen. Ich bitte euch, folgt meinen Visionen in Richtung Süden und den Graunebelruinen und macht das Amulett ausfindig. Habt günstige Winde. Ja, ebenso günstige Winde. Ziemlich genau 500 Gold habe ich vorhin entnommen, sehe ich hier unten gerade. Was führt euch hierher? Nun, okay. Krieg gegen die Waldpfoten. Die Gnolle sind mehr als nur ein Ärgernis. Sie sind eine konstante Bedrohung für die Existenz dieses gesamten Lagers. Es ist unwichtig, ob sie Eingeborene des Feralas sind oder nicht. Des Feralas, es ist denn der oder das oder des Feralas? Wenn wir uns nicht gegen sie wappnen, werden wir uns eines Tages aus dem gesamten Gebiet vertrieben sehen. Die Gnollangriffe auf das Lager wurden in letzter Zeit heftiger. Wir brauchen eure Hilfe dabei, ihre Anzahl zu reduzieren. Bringt mir 10 ihrer Minen und ich werde euch stattlich für eure Mühen entlohnen. Sehr gut. Die Vorfahren euch schützen. Wucherburg retten. Direkt im Ostflügel von Düsterbruch lebt eines der Urtümer der Wucherbrocken. Furuks Wucherbrocke, noch vollkommen unverdorben. Ihr müsst dorthin reisen und ihm helfen. Die furchtbare Kreaturen zu vertreiben, die alles für sich einnehmen, bevor sie Camp Mojare entdecken. Vielleicht können wir uns seiner Hilfe für später versichern, um unsere Anwesenheit in Feralas zu sichern, wo wir doch von Feinden umzingelt sind. Ist das eine... Lebt. Ist das direkt in Düsterbruch, denn... Ja, Wucherburg retten. Das machen wir nicht. Aufgaben in Instanzen möchte ich ja lassen, da ich keine Instanzen gehen möchte. Damit wir nicht zu schnell im Level davon schreiten. So, Flugort entdeckt. Wunderbar, dann... Ach, guck mal da. Da hinten ist ja noch eine. Da wollte ich jetzt eh rein, um mich dort hinzusetzen und ein kleines Schläfchen zu halten. Stallmeister. Ah, zwei sogar noch, oder? Noch jemand? Nö. Grüße. Kirschnerlehrer gibt's hier, schön. Wir sind dabei, am westlichen Gipfel für das ganze Gebiet in 1000 Nadeln Hilfsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Shin wird euch meinen Windreiter zur Verfügung stellen, sodass ihr sicher ankommt. Sprecht mit Kanati Grauwolke, sobald ihr gelandet seid. Ihr müsst euch beeilen und Leben retten. Geht mit der Erdenmutter. Später. Seid gegrüßt. Nun, die Bedrohung vom Hügel. Ich bin stolz darauf, dass Mojare als sicherer Ort in der Wildnis von Feralas gilt. Aber auch unserem Camp bleiben Bedrohungen nicht fern. Die Ogre der Goduni haben ein Gebiet in der Nähe des nördlichen Vorgebirges eingenommen und zerstören die Wildnis. Da unsere Brüder und Schwestern nun hier sind, um sich in Sicherheit zu bringen, kann ich nicht länger zulassen, dass die Ogre in der Nähe sind. Begebt euch nach Norden und vertreibt die Ogre. Wir sehen uns wieder. Die verderbten Schwestern. Die verdrehten Schwestern. Ich habe von eurem Kampf mit den verderbten Drachen gehört, Alpan, und ich möchte euch für euren Mut danken. Leider habe ich schlechte Nachrichten.
Die Dryaden des Waldes haben sich uns gegenüber immer friedlich verhalten, obwohl sie Verbündete der Nachtelfen sind. Sie wurden jedoch grausam und ihr Geist wurde verdreht, sodass sie nun alle angreifen, die die Wildnis östlich von hier betreten. Ich mache mir um die Sicherheit des Flüchtlings, der Flüchtlinge Sorgen. Alpern, bitte bereitet den verdrehten Dryaden ein Ende. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Jo, machen wir beim nächsten Mal alles. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen gegrüßt. Tag. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Danke. Ciao.